Moin Leute, herzlich willkommen. Ja, hier im Bergischen Land. Ja, was ist das denn? Ja, ich habe mir mal überlegt, dass wir mal ein komplett anderes Projekt machen, weil die Höfe hier auf der Bergischen Land, die spielt ja jeder. Und der Grimbeck-Hof, den finde ich cool, den spiele ich auch gerne, aber ich muss eigentlich überall einen neuen Spielstand anfangen. Hof Mainzmann möchte ich noch nicht zu Ende beenden, aber Grimbeckhof werde ich wohl beenden, weil ich echt einen neuen Spielstand anfangen muss, dass wirklich alles funktioniert. Und ich habe mir jetzt überlegt, wir können ja mal einen Spielstand machen, der sozusagen wie ein Community-Projekt ist, wo ihr mit entscheiden könnt, was wie wo läuft und wie wir das machen. Und ich hole mal eben das Mikro rüber, dann kann ich besser laufen. Ich habe mir überlegt, wir fangen auf diesem Hof an. Diesen Hof hat noch keiner so gezeigt. Hier können wir das machen, dass wir uns das selbst erarbeiten. Deswegen ist hier auch kein Seasons drin. Wir werden uns hier den Hof aufbauen. So war zumindest bis jetzt mein Plan. Dass wir uns diesen Hof hier aufbauen. Wir können praktisch spielen, als hätten wir den geerbt und fangen jetzt von neu an. Ich habe ein paar Maschinen habe ich mit reingenommen und ein bisschen Fläche. Das kann ich euch gerne zeigen. Wir haben im Endeffekt diese Flächen. Die gehörten zu dem Hof. Die haben wir. Wir haben den Schafstall dazu. Also das ist unsers. Das gehört uns. Oh, ich habe das Geld noch gar nicht genullt, ne? Das müssen wir noch machen. Ich muss das Geld noch zurückschreiben. Das machen wir eben. Dann seht ihr das auch. Hallo, hier. Wir machen minus 285.000, ne? 2, 8, 5, 0, 0, 0. Enter. So ist richtig. Dass wir hier praktisch von 0 anfangen und uns alles selber erarbeiten. Wir haben ein paar Maschinen, die kann ich euch vorstellen. Wenn das jetzt wieder mit dem Mikro geht. Aber wie gesagt, es wird ein Community-Projekt. Ihr könnt mitentscheiden, wie was läuft, wie wir das machen. Wenn ihr da Bock drauf habt. Wir haben den Hanomach und den Krone Emsland, einen 8-Tonnen-Gipper. Ich habe nach einem alten Mähdrescher geguckt. Ich finde so nichts in dem Sinne, was man jetzt hier mit alt machen kann. Deswegen habe ich erstmal den jetzt genommen. Wir gucken mal, ob der funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Also wirklich, wir fangen hier wirklich an jetzt erst. Ich habe nur ein bisschen Maschinen zusammengesucht. Wir haben den alten Fiat hier. Fand ich ganz cool, den mal mit reinzunehmen. Der passt hier vielleicht hin, so ein bisschen zum Ackern. Die Amazone, einen alten Lemken-Grubber haben wir. Dass wir halt ein bisschen ackern können. Wir haben den Fendt-Gerätetrecker. Damit wir halt auch einen Frontlader hatten. Ich fand, der passt hier ganz gut hin. Wir haben einen Ballenwagen, weil wir auch ein bisschen Holz machen müssen. Und einen Düngerstreuer. So, das sind unsere Gerätschaften, wo wir jetzt hier mit ackern. Und wenn wir neue Maschinen kaufen und auch hier so den Hof dann so nach und nach einrichten, wenn die Kohlen das zulassen, fand ich das ganz witzig oder finde ich das ganz interessant, wenn ihr das mitentscheiden dürft, was wir machen, wie wir was machen, was wir kaufen. Zum Beispiel auch mal was für Schlepper, was so dann bei mir so im Mod-Ordner drin ist. Ja, so würde ich erstmal sagen, ist der Plan. Also wir würden, das würde dann so eine Art Let's Play, wo ich euch zu allem sozusagen mitnehme, wo ihr mitentscheiden dürft. So ist jetzt mal derzeit mein Plan. Ich weiß nicht, ob ihr da Bock drauf habt. Ich werde diese Folge gleich mal hochladen. Dann könnt ihr das mitentscheiden, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Ich hätte da mal richtig Bock drauf, dass wir das mal so machen. Wir können schon ernten, dass wir auch mal ein bisschen vorankommen. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich Kredit noch zurückzahlen muss oder so. Aber das wäre jetzt so mal mein Ding, mal was anderes. Weil wie gesagt, ich finde, dieser Hof wird überhaupt nicht gezeigt. Und ich finde, das ist schon cooles Future, was der Stefan hier eingebaut hat. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Deswegen hätte ich da Bock drauf. Ich mache die Folge jetzt auch nicht so lang. Ich werde die gleich hochladen. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn dieses Projekt
ein bisschen von den Kommentaren lebt. Und ich werde mir das dann jetzt auch angucken, wie die Kommentare laufen. Und demnach werden wir dann anfangen, die Folgen aufzunehmen. Na klar, wir müssen jetzt erstmal ernten. Das ist logisch, aber ich würde schon sagen, dass ihr gerne hier mitentscheidet. So ist mein Plan. Ich hoffe, es kommt bei euch an. Und damit sage ich erstmal danke fürs Zugucken, ne? Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, macht einen Daumen runter. Kann ich auch mitleben. Und sonst bitte, Leute, Kommentare, Kommentare. Dieses Projekt lebt von den Kommentaren. Wie gesagt, ihr dürft hier komplett mitentscheiden. Wie, was, wo. Ich habe halt jetzt nur ein Grundgerüst gemacht, dass wir anfangen können. Und ansonsten würde ich sagen, lebt dieses Projekt von den Kommentaren. Und dann sage ich erstmal danke fürs Zugucken und ich freue mich auf eure Kommentare. Tschüss.